Moin Moin. Diesmal ein bisschen anderes Video. Und zwar wird es in diesem Video ein paar Verlinkungen geben. Und der Grund dafür sind die Anfragen. Und zwar die Anfragen bezüglich der Inspiration, bezüglich des Moods, warum, weshalb, wieso ich mich dazu bewegen ließ, das Fahrzeug selber zu bauen. Es ist auf keinen Fall Werbung, das ist meine persönliche Meinung. Das sind Aspekte, die mich dazu bewegt haben, den Schritt zu gehen. Und wie gesagt, das ist jetzt in keinsterlei irgendwie Werbung, sondern einfach nur Channels, Menschen, die ich persönlich sehr interessant finde, die Ideen interessant finde. Insofern nehmt mir das nicht übel, aber es wird in diesem Video ein paar Verlinkungen geben. Los geht's! Ja, wie man sieht, ist ein bisschen andere Perspektive heute. Und zwar da, wo ich jetzt stehe, genau hier, war die letzten Monate immer was anderes fahren. Und zwar der Koffer, der ist weg. Der ist beim Lackierer. Ich blende jetzt eben ein paar Fotos dazu, wie der dahin gekommen ist. An dieser Stelle auch ein dickes Dankeschön an meinen Arbeitgeber für die Möglichkeit, den Autotrailer so lange ausleihen zu können, damit der Koffer halt beim Lackierer rangiert werden kann, erstmal dahin kommt. Und genauso hole ich ihn dann auch wieder ab, wenn er endlich mal in diesem Grauton dann da steht und nicht mehr in diesem Alu-Kühlschrank-Look, wie einige das gesagt haben oder geschrieben haben. Das sieht aus wie ein moderner Kühlschrank etc. Das ist bald Geschichte. Es ist auch noch einiges mehr an dem Koffer passiert. Die Bilder dazu blende ich auch mit ein. Und zwar ist vorne über dem Durchstieg ist eine kleine Regenrinne dran gekommen. Dann habe ich noch eine Kederleiste dran geklebt, damit die auch in Kofferfarbe mit lackiert werden kann, ohne im Nachhinein irgendwo Nähte bzw. Klebenähte sehen zu können. Das wird alles mitlackiert. Ich denke mal 2 bis 3 Wochen ist der Koffer wieder da. Es dauert ein bisschen, weil ich wollte den unbedingt vorerst gefüllt haben. Und dann fahre ich nochmal hin, gucke mir die ganzen Klebereste oder beziehungsweise Klebestellen an. Wenn da was nachgearbeitet werden muss, mache ich das direkt in der Lackiererei. Dann wird das nochmal geschliffen, nachgrundiert und erst dann wird lackiert. Das dauert halt ein bisschen, deswegen auch 2-3 Wochen. Ja, dann möchte ich mich auch bedanken bei einem Abonnenten. Ich habe versucht, den E-Mail-Verlauf zu finden, leider vergebens, aber derjenige, der sehr wahrscheinlich dieses Video sehen wird, der wird wissen, wer gemeint ist. Und zwar ging das um den Zwischenrahmen. Es war ein ganz netter Kontakt. Er hat mich angeschrieben, dass er extra einen Facebook-Account angelegt hat, um Kontakt zu mir aufzunehmen, und hat eben seine Erfahrung, das ist einer oder jemand, der aus der Metallbranche kommt, der sämtliche Sachen für Metallbetriebe berechnet. Und er hat mir einen Tipp gegeben, die Ausleger von den Zwischenrahmen mit einem Knotenblech bzw. mit einer Metallverbindung zu dem unteren Teil von dem Zwischenrahmen abzufangen, um die seitlichen Ausleger wesentlich mehr belasten zu können. An dieser Stelle auch danke an dich. Ich habe das sehr zu Herzen genommen, habe mir das durch den Kopf gehen lassen und es wird auf jeden Fall umgesetzt, es macht Sinn. Danke für deine Meinung, danke für deine Hilfe. Ja,
auch wenn der Koffer jetzt weg ist, gibt es noch genügend zu tun. Und zwar auch am Pharao selber, und zwar an der Elektrik. Ich habe einen Fehler, ja Fehler will ich nicht sagen, aber eine Fehlentscheidung von mir festgestellt, jetzt schon, ohne dass ich den LKW einen Kilometer bewegt habe. Und zwar geht es um den Wandler von 24 auf 12 Volt. Ich hatte von der Feuerwehr 3 Stück im Pharao verbaut, vorgefunden. Ich habe alle 3 ausgebaut und als ich die Elektrik neu gemacht habe, habe ich halt einen oder den ich glaube 10 Ampere Wandler habe ich übernommen, in der Hoffnung, dass ich nichts Neues kaufen muss. Es hat alles auch soweit funktioniert, bis ich bei irgendwelchen Arbeiten am Koffer das Radio im LKW laufen ließ, ca. 2 oder 3 Stunden. Und zum Glück muss ich sagen, hatte ich irgendwie auch am Sicherungskasten, an der Beifahrerseite was gemacht und habe mich gewundert, da kommt aus dem Sicherungskasten selber oder aus dem Handschuhfachbereich unwahrscheinliche Wärme raus. Dann habe ich diesen Wechsel oder diesen Wandler von 24 auf 12 Volt angefasst. Das Ding war dermaßen heiß, habe ich gedacht, okay, der ist kaputt. Ja, dann habe ich einen anderen, ich glaube 7 Ampere eingebaut, um zu testen, ob das jetzt wirklich ein technischer Defekt ist. Der wurde genauso heiß. Da habe ich mich so ein bisschen durchgelesen, da sind noch die alten Wandler. Und das ist wohl bekannt, dass sie relativ warm werden, dadurch, dass ich das Teil sehr versteckt verbaut habe. Sprich, unterm Handschuhfach, da kommt auch nicht wirklich Luft dran. Auf jeden Fall wollte ich jetzt kein Risiko angehen, um da irgendwo eine Hitzequelle oder eine Wärmequelle einzubauen. Und habe mir deswegen was gegönnt. Und zwar diesen Konverter hier, den werde ich demnächst einbauen. Und dann ist hoffentlich Ruhe mit der Wärme, mit der Hitzeentwicklung und auch mit dem Risiko, dass das Ding irgendwann mal abfackelt. Anschließend möchte ich noch ein Thema ansprechen, und zwar die vielen Nachrichten, die mich erreichen. Leute, ey, wenn ich jemanden nicht geantwortet habe, nehmt mir das nicht übel. Mir fehlt einfach nur die Zeit. Es fehlt mir auch momentan die Zeit, mehr Videos zu produzieren. Es ist immer ein wenig aufwendig, beziehungsweise zeitraubend, ein Video aufzunehmen, dann zu schneiden und so weiter. Es kommen bald, sehr bald andere Zeiten, da bin ich fest von überzeugt. Da kommen auch andere Videos oder mehr Videos dazu. Auch das Video zu dem Durchstieg, den wir jetzt im Hintergrund sehen, das ist auch in Arbeit. Es kommt alles, aber ich habe momentan einfach nur sehr, sehr wenig Zeit. Nichtsdestotrotz vielen Dank für die ganzen Kommentare, für die ganzen E-Mails. Und wenn ich jemanden nicht geantwortet habe, Leute, tut mir leid, dann ist das irgendwie, ja, vergessen worden oder beziehungsweise vielleicht auch im Spam-Ordner gelandet. Da bin ich auch gerade am Überlegen, wie ich das demnächst mache, weil die Vielfalt oder beziehungsweise die Anzahl der Nachrichten einfach nur kontinuierlich wächst. Und ja, um allen irgendwie antworten zu können, müsste mein Tag 36 Stunden haben. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich über jede Nachricht, über jeden Kommentar. Macht weiter so und ich gebe mein Bestes, um ja, in irgendeiner Art und Weise zufriedenstellend jedem antworten zu können. Jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz häufig gestellten Frage, und zwar: Wo ich meine Inspiration hernehme, mein Durchhaltevermögen etc. Ich fange mal von Anfang an oder von vorne an.
Es gab mal Zeit, wo ich darüber nachgedacht habe, so einen LKW zu erwerben, um den auszubauen. Und habe ich mich mit der Thematik ein bisschen im Netz beschäftigt. Und da bin ich auf Handvoll Seiten gestoßen und auch auf YouTube-Channel, die mich bis heute noch begleiten und wo ich immer wieder die Videos von ansehe. Und genau diese Seiten möchte ich jetzt erwähnen, wie schon am Anfang des Videos gesagt, da soll jetzt keinerlei Werbung sein, ich werde dafür auch nicht bezahlt, es ist lediglich meine persönliche Wahrnehmung. Den Haupttäter dieser Seiten, den gibt es leider nicht mehr online, ich weiß nicht, was da gewesen oder passiert ist, auf jeden Fall ist leider die Reiseberichte, leider seine Erfahrungen, die er seit 5 Jahren irgendwie oder 6 Jahren im Wohnmobil oder im LKW lebend niedergeschrieben hat, dann gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht, vielleicht einer oder andere von euch wird das noch kennen. Die Seite hieß myhomeismycar.com. Der liebe Stefan, der ist irgendwie von der Bildfläche verschwunden. Ich hoffe, es geht ihm gut. Das war einer derjenigen, wo ich nächtelang die Reiseberichte, die Umbauberichte verfolgt habe und die Seite war für mich insofern interessant, dass er mit einfachsten Mitteln über Jahre in einem ehemaligen, ich glaube Blumenlaster oder so, durch Europa, auch außerhalb von Europa rumgereist ist. Der war in Russland, der war überall. Das fand ich geil. Geil insofern, dass man das Gefühl bei ihm hatte, mit einfachsten Mitteln seine Träume realisieren zu können. Wäre nicht meine Art zu reisen, weil einen gewissen Luxus möchte ich schon haben, aber es ging. Und deswegen Hut ab, das fand ich sehr interessant. Dann gibt es Sabine und Michael von hörmannunterwegs.de. Die Seite verlinke ich unten, die ist nach wie vor aktuell. Die Reisevideos, die Umbauvideos, die inspirieren mich nach wie vor. Das ist auch von der technischen Seite eine sehr interessante Geschichte. Mag ich auch die technischen Lösungen, zwar nicht alle, ich baue ein bisschen anders, aber die haben halt bewiesen mit ihrem Können, mit ihrem Know-how, dass es machbar ist, so ein LKW selber zu bauen und damit auch die Welt zu bereisen, ohne das Rentenalter erreicht zu haben. Finde ich gut. Dann gibt es Pistenkuh. Die Reise-DVDs, die Erfahrungen mit dem LKW, mit dem Steyr 12M18, das war auch eine sehr interessante Geschichte. Sehe ich mir bis heute noch gerne an. Und da sind genau die Leute, die Handvoll Leute, die mich da von Anfang an mental begleiten und auch die Inspiration weiterhin vorantreiben, weitermachen zu wollen und selber irgendwann mal solche Reisen unternehmen zu können. Finde ich gut, dass es momentan so viele verschiedene Quellen gibt, wo man Erfahrungen anderer angucken kann, abwiegen kann, was für einen jetzt besser geeignet ist oder nicht. Und an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank für eure Videos und auch teilweise für einen persönlichen Kontakt. Finde ich gut. Ja, wie es bei mir weitergehen wird, ist relativ einfach. Ich mache jetzt noch ein paar Kleinigkeiten an den Zwischenrahmen, damit er zum Verzinken gehen kann. Dann habe ich vor, ich hatte ursprünglich vor, den Rahmen dann schwarz zu rollen. Davon bin ich ab. Der wird nach dem Verzinken wieder pulverbeschichtet. Alleine um die Stoßstange, die im hinteren Bereich sich befindet, da wo die Rücklichter eingesetzt werden,
ja, mit einem vernünftigen optischen Ergebnis versehen zu können. Und das ist halt beim Pulverbeschichten wesentlich angenehmer anzuschauen als beim Rollen, finde ich. Ich werde mich jetzt auch demnächst, wie versprochen, mit dem Thema Durchgang beschäftigen. Wie man sieht, die Rahmen sind soweit fertig gekantet, das Video dazu kommt. Faltenball liegt schon da und wartet, bis er endlich mal auf seine Position kommt. Das ist alles soweit vorbereitet und das wird die nächste Baustelle sein. Und wenn der Koffer wiederkommt, dann wird er wieder in der Halle abgestellt, wird von innen isoliert. Dann will ich die Innenwände einziehen, verkleben, hier und zwar noch auf dem Boden. Und dann kommt die Hochzeit. Da freue ich mich besonders drauf, wenn die beiden Elemente, an denen ich jetzt schon seit Monaten rumwerke, wenn die endlich mal vereint sind und ein Fahrzeug bilden. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es ein ganz anderes Erscheinungsbild geben wird, wenn der Koffer endlich mal da drauf steht. Insofern vielen Dank für euer Interesse. Danke nochmal für die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.